Hallo zusammen, hallo Freunde. Heute knie ich mal vor euch und wollte euch einfach mal hier zeigen, was ich jetzt vorher mache, bevor wir starten. Und zwar, ich hatte ja schon mal ein Bild mit dem Trichter gemacht und auch ein kleines Bild. Und der Trichter war einfach zu groß, die Öffnung dafür. Jetzt erstmal danke an Christiane, die mir den Trichter hier spendiert hat. Ist ein schöner kleiner Trichter. Hab den unten ein bisschen schräg abgesägt, damit ich besser in die Farbe reinkomme. Werde in die Farben noch den Cell Creator dazu mischen und auch nochmal dieses Kunst. Ich hoffe, ihr habt das Video gesehen, wo ich das mit reingemischt habe. Das ist ja so ein, ja normal ein Schlusslack zum Versiegeln von Bildern, glänzend allerdings. Da mische ich jetzt nochmal was rein, vielleicht mal ein bisschen mehr wie 10% und hoffe, dass ein bisschen glänzender rauskommt. Und vor allem die Zellen verlaufen nicht so arg. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Okay, passt auf. Ich fülle jetzt erstmal hier von dieser Kunst. Heißt es halt Kunst. Es ist von Thomas Philips. Ist auch so ein, ich sage jetzt mal, ein Restpostenmarkt, aber als Eigenmarke. Schütte ich jetzt schon was rein, damit es auch etwas besser wirkt. Und jetzt nur den Rest in das Weiß. Ja gut, dann ist schon leer. Ist keine große Flasche, ist für 0,75 Milliliter oder beziehungsweise 75 Milliliter. Deswegen habe ich gleich 4 mitgenommen. War nicht so teuer. Okay. Gut umrühren natürlich. Und mache jetzt auch gleich den Cell Creator rein. Nur in die Farben, nicht in das Weiß. Da brauche ich jetzt gar nicht so gut rühren. So. Ich denke mal, zwei Tropfen reichen. So, das ist gut. Okay, ich werde es einfach noch mal kräftig rühren und dann starten wir gleich. Da braucht ihr nicht zuschauen, wie ich rühre. Dann bis gleich.